gibt keinen anderen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dass man denselben zuvor ästhetisch macht. Da ist also das vermeintlich subjektiv Sinnliche, eben das Ästhetische, gar nicht das Negative der Triebhaftigkeit und der Fantasie, was Herbert Marcuse wunderbar in seinem legendären Buch Triebstruktur und Gesellschaft ausgeführt hat, sondern genau gegen unseren eigentlichen Begriff, unsere Verherrlichung des Fortschritts als reine Vernunft. Das hat Schiller schon vorher gemacht. Und es hatte noch einen weiteren Bezug für die Hamburger Freunde der Kunstgeschichte. Die Bedeutungsinversion bei Schiller verweist bereits im 18. Jahrhundert auf die sprichlichen gedanklichen Strukturen zur Entwicklung der Ikonologie bei Abi Warburg. Wir müssen also Untersuchungsschritte, Kapitelgliederungen und Thesen aufgebaut. Um dem ideologisch-propagandistischen Allheilsversprechen und Allheilmittel des Fortschrittsbegriffs annähernd gerecht werden zu können. Ich werde jetzt versuchen, sozusagen in 5 Punkten, sehr bürokratisch, faschistisch, sozusagen Punkte zu nehmen, wie man mit Thesen provokant überhaupt versuchen sollte, diesen so leicht verwendeten Begriff, der doch so schwierig ist, in Wirklichkeit auf die Schliche zu kommen. Also man müsste ihn natürlich erstmal etymologisch und lexikalisch klären. Das hat Wikipedia alles schon für uns gemacht. Das können die Leute natürlich sofort nachgucken. Unter 1.2 wird dann der Begriff des Fortschritts historisch als Kategorie der Naturwissenschaften, dann der Politik, dann ist der Ökonomie, dann der Philosophie und dann überhaupt zu allerletzt ist der Geisteswissenschaften zu untersuchen. Drittens muss der Begriff noch einmal vor dem Hintergrund der Dialektik des Fortschritts auch im Sinne einer negativen Dialektik in der ästhetischen Theorie bei Adorno und eben im Fortschrittsaufsatz untersucht werden. Der zweite Punkt wäre dann Begriff und Vorstellung des Fortschritts als ambivalentes, reflektorisches Muster in der philosophischen Ästhetik und, finde ich auch, bei der künstlerischen Praxis. Das wird nachher nochmal sehr auftauchen. Der Punkt 2.1 wäre dann der Begriff des Ichs, der Ruine und der Rezipientenintegration, Partizipation, gleich und in der deutschen Romantik, auch als Ausgangspunkt eines legitimen Anspruches auf Gewollte bis hin zu vorgedachten Revolutionen. 2.2, der Fortschritt im subjektiv-ästhetischen Ich als Voraussetzung der Erfindung und der Notwendigkeit eines neuen Mythos im Sinne des Gesamtkunstwerkes bei Richard Wagner und seinen sogenannten Zürcher Schriften, den Revolutionstexten im Schweizer Exil 1849 bis 1851. Um es nochmal in Erinnerung zu rufen, ich weiß nicht, wer es kennt, ich lese das immer wieder gerne, ich will auch gerne durchschauen, das ist ein wunderbarer Text, 1849. Nur ein kleiner Ausschnitt und vielleicht nochmal Wagners Fortschrittsgläubigkeit im Sinne der sozialen Hierarchiefreien, also soziallibertären, heute würden wir sagen anarchistischen Revolte, als Fortschritt zu feiern. Sehen wir hinaus über die Länder und Völker, so erkennen wir überall durch ganz Europa das Gären einer gewaltigen Bewegung, deren erste Schwingungen uns bereits erfasst haben, deren volle Wucht bald über uns hereinzubrechen droht. Wie ein ungeheurer Vulkan erscheint uns Europa, aus dessen Inneren es beständig nach einem beständig wachsendes, beängstigendes Gebrause ertönt, aus dessen Krater dunkle, gewitterschwangere Rauchsäulen hoch zum Himmel emporsteigen und alles rings mit Nacht bedeckend sich über die Erde lagern, während bereits einzelne Lavaströme die harte Kruste durchbrechen, als feurige Vorboten alles zerstören, sich ins Tal hinabsetzen. Und Richard Wagner ist sehr gebildeter Mann, Freund ja auch von Bakunin, der und auch Baudelaire kennengelernt hat und sogar Courbet in Dresden getroffen haben soll, kannte sich auch in der Kunstgeschichte ganz gut aus und natürlich ist entsprechend dem französischen Vorbild und der Revolteure natürlich da auch die Revolution und die Freiheit weiblich. Er dachte an einer Stelle, wir kennen es, die alte Welt, sie geht in Trümmer, eine neue wird aus ihr entstehen, denn die erhabene Göttin Revolution, die kommt dahergebraust auf den Flügeln der Stürme, das hehre Haupt von Blitzen und Strahl, das Schwert in der Rechten, die Fackel in der Linken, das Auge so finster, so strafend, so kalt und doch, welche Glut der reinsten Liebe, welche Fülle des Glücks steigt, dem daraus entgegen, der es wagt, mit festem Blick hineinzuschauen in dieses dunkle Auge. Könnt ihr auch eine Beschreibung von der von Johannes
Da sind die Liebe von dieser Trage auf ein Rolls-Royce sein. Ich sagte, es könnte auch, so wie Wagner seine Revolutionsgöttin beschreibt, könnte es auch die Nike von Samothrake, auch der Kühlerhaube von Rolls-Royce sein. Also wenn mir eine ganz nette Vorstellung, würde ich mir vielleicht einen Rolls-Royce kaufen. Punkt 2.3, der missverstandene Avantgarde-Begriff und seine Unmöglichkeit zur reflektorischen und kategorialen Anwendung zu kommen vor dem Hintergrund neoliberal globalisierter Gleichzeitigkeiten und Gleichschaltungen. Das wäre dann so ein Punkt, der wunderbar eigentlich mit eurem Forschung zum Futurismus zusammenpassen würde, eben Diachronie, Synchronie und erstmal die Gleichzeitigkeit von Zeiten und Orten, wo die Perspektiven zusammenfallen, die Zeit als vierte Dimension sich neu ergibt. Insofern alle Leute oder Künstler, so, wir Kunstwissenschaftler dürfen doch das Gegenkünstler sagen, also wenn heute einer so tut, als wäre Avantgarde, dann hat er irgendwas gar nicht richtig verstanden oder seine Kirchturmuhr sieht nicht richtig. Weil wenn alles gleichzeitig ist, wo soll dann einer nach vorne laufen? Also es müsste ja einer hinten oder daneben zumindest sein, aber bei Gleichzeitigkeit müssen wir als, eben als Instrumentarium leider auf diesen Begriff Avantgarde erstmal wieder verzichten. Kommen wir zu Punkt 3. 2.3.1. In der Gleichzeitigkeit kann es kein Fortschreiten geben, da es kein Grund von wo auf und kein folgendes logisches Wohin gibt, sodass der Seitenschritt, Zwischenschritt, Rückschritt, Schritt, Schrägschritt, Schrägsprung, Röffelschritt und Röffelsprung, Querschläge, Hüpf, und Stolperschritt und Stolpersprung synchron und synonym gedacht werden müssten. 2.4. Avantgarde als Rückschritt. Denn das große Scheitern gehört zum Geschäft für jene, die Großes bewegen wollen, so frei nach Goethe, ist bereits zum Brand, zur Werbe- und bewerbungsmäßigen Marke verkommen. 2.5. Der Dadaismus als Dekon und Konstruktion im Sinne eines aufgeklärten Humanismus, der bereits die Negation als Voraussetzung der Negation vorausweist und fortschreitet, bis zum aktuellen Fortschrittsgedanken und zur Strategie, zum Beispiel wie in der Bewegung Recht auf Stadt oder die mittlerweile ja schon legendären Gängeviertel, eben der subversiven Affirmation als fortschrittliche Kampfkategorie. Deshalb sind wir auch Kampfentzug, Kulturkrieg. 2.5.1. Der Futurismus als konsequente Fortschreibung und Fortbildung eines verabsolutierten Begriffes von Ausbeutung und Entfremdung durch die ästhetischen Versuche, die Objektivierung der Objekte in die Subjekte regressiv und autoritär zurückzuverlagern und dadurch den Regress, den Rückschritt der Kunst im Kapitalismus vorausgesehen zu haben. Der Kunstmarkt und seine quantitativen Parameter zerstören konsequent und kriegerisch endlich die philosophischen Fragen nach Werten der Qualität und Dialektik. Also Korrelation von Inhalt und Form, Dialektik von Subjekt und Objekt, innen, außen, Individuum und Gemeinschaft. Und progredieren und regredieren gleichzeitig, gleich örtlich und leider gleichgültig. Könnte natürlich das positiv auch aussehen, da müsste man sehr stark als Späthegelianer argumentieren und mit den legendären Sätzen aus der Logik 2 bei Hegel, denn nur was einen Widerspruch in sich selbst hat, hat Krieg und Tätigkeit argumentieren, wenn wir diese Selbstauflösung der wahre Kunst mit H vielleicht noch oder die wahre Kunst als nur noch wahre, könnte man sogar, wenn man wollte, sehr rabulistisch auch positiv deuten. Man kann es natürlich aber auch deuten, sozusagen mit der 1930 erschienenen Schrift von Sigmund Freud, als das grundsätzliche Unbehagen in der Kultur, das er im Übrigen damals noch auf der kleinen Klosterinsel vor Dubrovnik im Ex-Jugoslawien geschrieben hat. 2.5.2. Fortschritt schreitet nicht nur, sondern schließt auch im Sinne von Fluctuare, Fluxus und Luxus, Fluxus als Fortschluss, der Kunst als Kunst und Antikunst zugleich. Fluxus als internationale Bewegung ästhetischer Aktivitäten über alle nationalen Grenzen und Begrenzungen hinaus. Fluxus als Ereignis und Aura und partizipative Praxistheorie und Theoriepraxis.
Ausdruck eines erweiterten Blickes, eines erweiterten Handelns, eines erweiterten Reflektierens, entsprechend dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys. Ein Fortschreiten zum dekonstruktiven und konstruktiven fort- und weiterfließenden Bewusstsein einer evolutionär-revolutionären Praxis, bei dem die nur den falschen Protagonisten, Rezipienten, Käufern dienende repräsentative wahre Kunst als wahre Kunst im Kaufhaus sich zu verflüchtigen scheint. Das wäre die berühmte Furie des Verschwindens bei Hegel. Und damit könnte man sie natürlich durch die fluxistische Selbstauflösung den Süchtigen des Kunstmarktmehrwertes entziehen und würde dann tatsächlich heilend eingreifen. Drittens, der Regressrückschritt wird an dieser Nahtstelle fortschrittlich. Till Eulenspiegel ist endlich nicht mehr zum Narren oder Hufnarren degradiert, sondern wird zum öffentlichen Lehrer, etymologisch Professor und Philosophen, der den Spiegel selbst nur symbolisch, uneigentlich und augenscheinlich hält, in Wirklichkeit als Realist längst schon das der Verinnerlichung und Innerlichkeit auch als deutscher Kategorie der Entwicklung geistiger und ästhetischer Prozesse entgegenzusetzen weiß, zu einem neuen Morgen. 3.1